Willkommen zu Medizintechnik 2. Heute wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie die eigentlichen Modalitäten funktionieren, und wir fangen im Wesentlichen mit einer der ältesten Modalitäten überhaupt an, und das ist die Endoskopie. Die Endoskopie hat eigentlich eine sehr lange Geschichte, dürfte wahrscheinlich die älteste Modalität sein, die wir überhaupt kennen. Tatsächlich sind erste endoskopische Einsätze und endoskopische Werkzeuge auch schon in der Antike beschrieben. Tatsächlich handelt es sich dabei im Wesentlichen um Werkzeuge, um in das Körperinnere hineinzugucken. Die ersten Endoskope waren auf jeden Fall sehr einfach. Erst später in der Neuzeit, tatsächlich um 1800, wurden dann die ersten Endoskope wirklich mit Optiken versehen, sodass man auch wirklich gut in das Körperinnere hineingucken kann. Hier auch ein historisches Gemälde, in dem also auch tatsächlich grafisch erste endoskopische Untersuchungen schon dokumentiert sind. Und wir sehen also, dass die Endoskopie eine lange Geschichte hat. Tatsächlich stammt auch die Wortschöpfung aus dem alten Griechischen, Endon, das Innere, Skopein, zu sehen. Das heißt, Endoskopie wird benutzt, um Werkzeuge zu beschreiben, mit denen man in das Innere sehen kann. Das hat natürlich verschiedenste Zwecke: Diagnose, Therapie, und heute sind insbesondere minimalinvasive Prozeduren, die besonders unter endoskopischer Führung durchgeführt werden können. Dazu macht man nur noch kleine Schnitte und kann dann komplizierte Verfahren direkt im Körperinneren durchführen. Erste minimalinvasive Prozeduren sind schon 1806 belegt. Hier ist ein erstes Endoskop beschrieben, das noch eine Kerze als Lichtquelle verwendet hat. 1855 wurde es dann besser. Auch hier ist tatsächlich das erste Mal der Begriff Endoskop in der Form dokumentiert. Und hier wurde tatsächlich dann eine Gasbodenlampe verwendet, um eine entsprechende endoskopische Untersuchung durchzuführen. Heute sehen solche Geräte ein bisschen anders aus. Die Grundidee ist aber immer noch ähnlich. Also wir müssen irgendwie das Licht ins Körperinnere bringen, um dann eine entsprechende optische Untersuchung möglich zu machen. Tatsächlich werden dann flexible Endoskope heute eingesetzt, die quasi auf Glasfasern beruhen, die biegsam sind und sich tief in den Körper einführen lassen. Dies wird zum Beispiel zur Untersuchung des Darms oder des Magens eingesetzt, um wirklich tief ins Innere des Körpers einzudringen. Und tatsächlich braucht man dann auch flexible Lichtwellenleiter, die das Licht dorthin transportieren. Wir sehen es hier auf der linken Abbildung. Tatsächlich scheint ein Licht von der Spitze des Endoskops, damit man auch im Körperinneren was sehen kann. Wir haben heute wirklich anspruchsvolle endoskopische Verfahren, die benutzt werden können. Eine ganz neue Technologie, die leider immer noch hauptsächlich im Forschungsstadium ist, ist die sogenannte Kapselendoskopie. Und bei dieser Kapselendoskopie kann man tatsächlich Kamera und Lichtquelle sowie Energieversorgung so klein gestalten, dass sie im Wesentlichen in eine Kapsel passen und komplett verschluckt werden kann. Ein wesentliches Problem bei der Kapselendoskopie ist Navigation. Also wenn wir nur diese Kapsel verschlucken, dann kann ich nicht mehr steuern, wo diese Kapsel hinschaut. Deswegen werden zurzeit insbesondere Verfahren der magnetischen Navigation untersucht, um quasi die Kapsel in die richtige Richtung zu drehen und nach vorne und hinten bewegen zu können, weil man ja die Kapsel sonst nicht anders beeinflussen kann. Eigentlich eine spannende Technologie, aber bisher hat sie sich noch nicht durchgesetzt, weil eben mit den flexiblen Endoskopen oder auch mit starren Endoskopen die Kontrolle über das Endoskop deutlich besser ist, als wenn ich dort über Magnetfelder auf diese Kapsel einwirken muss. Auch ein Problem ist, dass Kapsel auch im Körperinneren stecken bleiben kann. Kann bei bis zu 1% der Fälle tatsächlich passieren, dass die dann nicht mehr auf normalem Weg ausgeschieden wird. Das führt natürlich zu Komplikationen, wenn man wieder erneut endoskopisch vorgehen muss, um dann diese Kapsel zu entfernen. Also, Kapselendoskopie, tolle Technologie, leider noch nicht so weit verbreitet, weil man eben noch viele praktische Hürden hat, die eine breite Anwendung bisher verhindert haben. Tatsächlich ist die grundlegende Technik, die wir brauchen, und deswegen wollen wir in diesem Rahmen das ein bisschen angucken, wie projektive Geometrie funktioniert. Tatsächlich ist das einfachste Verfahren, das wir uns so vorstellen können, eine orthografische Projektion. Hier habe ich quasi einen dreidimensionalen Raum, den ich mit X, Y und Z darstellen kann. Und ich kann die orthografische Projektion einfach als Matrix aufschreiben, in der ich quasi die Z-Koordinate komplett vernachlässige und nur auf X und Y abbilde, und dann sind meine Bildpunkte quasi nur in X und Y gegeben und Tiefe geht vollständig verloren. Das führt dann zu solchen isometrischen Abbildungen wie hier rechts dargestellt, die quasi Würfel zeigen können,
ohne dass diese kleiner werden, je weiter sie sich von der Kamera entfernen. Also die Distanz zur Abbildungsoberfläche, Bildschirm, wird komplett vernachlässigt. Man kann das Ganze etwas korrigieren, indem man zum Beispiel so einen Skalierungsfaktor, das dann eine schwachperspektivische Projektion einführt. Dort wird x und y dann über einen Faktor k skaliert. Das heißt, die Koordinate in x und y auf dem Bild ist dann kx und ky. Damit können wir im Wesentlichen eine Vergrößerung modellieren, aber diese Vergrößerung ist unabhängig von der eigentlichen Tiefe. Was wiederum bedeutet, dass wir für bestimmte Distanzen 1K bestimmen, aber damit keine Projektion über viele Distanzen hinweg modellieren können, weil wir dazu ja eigentlich eine perspektivische Projektion bräuchten. Insofern ein Surrogatmodell, das sich auch wieder einfach als Matrixmultiplikation formulieren lässt, aber eben keines, das es uns ermöglicht, die komplette perspektivische Projektion zu beschreiben. Hier der Effekt der Skalierung, ein anderes K. Wir haben also etwas kleinere Würfel. Und das können wir natürlich auch nochmal tun, aber alle werden gleich beeinflusst. Was wir gerne hätten, sind perspektivische Projektionen, wie hier dargestellt, wo wir quasi einen Fluchtpunkt haben, wo oder auch das menschliche Auge aufnehmen würde, so wie es eine. Aber hierfür haben wir das wesentliche Problem, dass wir die X- und Y-Koordinate mit einer Brennweite f ziehen müssen, aber gleichzeitig durch die Tiefenkoordinate teilen müssen. Und wenn ich das hier oben aufschreibe für die einzelnen Komponenten ix und iy, dann sehen wir, dass es im Wesentlichen nicht möglich ist, das als einzelne Matrix aufzuschreiben, weil unsere perspektivische Projektion ein nichtlineares Verfahren ist, weil wir durch z teilen müssen. Insofern funktioniert dieses Aufschreiben als ein lineares System nicht. Nun, wir können die Projektionsmodelle auch nochmal hier zusammenfassen in einer Abbildung. Unsere orthografische Projektion. Hier in dieser Abbildung verwerfen wir die komplette Y-Dimension, interessieren uns also nur für die Tiefe und die X-Komponente, die wir nach oben auftragen, und die Z-Komponente nach rechts. Und wir sehen, dass unsere orthografische Projektion schlicht und einfach eine rechtwinklige Abbildung auf unserem Bildschirm ermöglicht, ohne dass die Tiefe des Punktes irgendwie einen Einfluss hält. In der schwachperspektivischen Projektion haben wir einen ähnlichen Effekt. Hier haben wir noch eine zusätzliche Skalierung k, mit der es prinzipiell möglich ist, den Punkt nochmal etwas größer oder kleiner zu machen, aber es hat natürlich nichts mit einer perspektivischen Projektion zu tun. Tatsächlich können wir eine korrekte perspektivische Projektion erhalten, indem wir das optische Zentrum, das hier im Koordinatenursprung liegt, verbinden mit dem Punkt und den Schnittpunkt mit unserem Bildschirm bestimmen. Das ist eine korrekte perspektivische Projektion, die wir wiederum nicht einfach als Matrixmultiplikation aufschreiben können. Nun, das Ganze führt zum sogenannten Lochkameramodell. Dieses Modell ist eines der weitverbreitetsten, das wir tatsächlich einsetzen. Ein Unterschied ist, dass wir quasi das optische Zentrum jetzt in diesem Loch in der Kamera haben und das bestimmt quasi, dass nur Strahlen eindringen können, die tatsächlich dieses Loch treffen. Das ist also unser optisches Zentrum und die Strahlen laufen natürlich hinter dem optischen Zentrum weiter geradeaus und können dann auf einem CCD-Chip oder auf einem fotosensitiven Film festgehalten werden. Also das sind auch tatsächlich die ältesten Kameramodelle, die nach diesem Lochkameraprinzip funktioniert haben. Wir können es uns ein bisschen einfacher machen, indem wir das Bild, das tatsächlich auf der linken Seite hier entsteht, steht natürlich auf dem Kopf. Wenn wir das Ganze virtuell flippen und auf einen virtuellen Bildschirm projizieren, der tatsächlich nicht dort ist, aber dann das Bild auf der richtigen Seite zeigen würde, dann sehen wir eben, dass diese perspektivische Vergrößerung stattfindet. Wenn wir das so tun, dann können wir natürlich auch unser Lochkameramodell wieder in unseren vorherige Abbildung übertragen und wir sehen, dass also das Lochkameramodell uns genau diese perspektivische Abbildung ermöglicht und wir können eben durch den virtuellen Bildschirm genau diesen Effekt beobachten. Und dabei haben wir eben den großen Vorteil, dass wir nicht ein Umdrehen des Koordinatensystems mitmodellieren müssen, sondern stattdessen mit einem virtuellen Bildschirm arbeiten, der sich tatsächlich gar nicht dort verändert, ist aber mathematisch leichter zu handhaben. Das ist ein Trick, den man sehr gerne in den verschiedenen abbildenden Prozessen benutzt, um eben auf eine einfachere mathematische Notation zu kommen.
Gut, so viel zu Projektionsmodellen. Wenn ihr ins Skript schaut, seht ihr dort nochmal genaueres, auch wie man tatsächlich so eine perspektivische Projektion dann plättlinear formulieren kann. Braucht man aber einen gewissen mathematischen Trick. Das steht im Skript drin. Das sind auch Sachen, die in weitergehenden Vorlesungen, wie zum Beispiel Computer Vision oder auch in der diagnostischen medizinischen Bildverarbeitung lernen würdet. Wir brauchen jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, weil es für den Rest der Vorlesung nicht weiter relevant ist. Ein starres Endoskop funktioniert so, dass wir im Wesentlichen einen festen, starren Teil haben und vorne dann eine Optik, die zum Teil 90 Grad umgelenkt wird, aber zum Teil auch direkt nach vorne schaut. Und dann haben wir quasi solche Stablinsen, die es ermöglichen, uns das Bild bis zum Okular zu transportieren, wodurch wir dann quasi in das Körperinnere gucken können. Und gleichzeitig hat man eben auch einen Anschluss für eine entsprechende Lichtquelle, die dafür sorgt, dass auf der anderen Seite des Endoskops auch wirklich sichtbares Licht ist, das durch das Okular beobachtet werden kann. Flexibles Endoskop ist häufig ein bisschen komplizierter aufgebaut. Wir haben dazu verschiedene Kanäle, also zum Beispiel einen für Wasser oder Luft, um Dinge aus dem Sichtfeld herauszublasen. Wir haben auch Arbeitskanäle, mit denen wir dann verschiedene Instrumente einführen können, um dann vorne etwas zu manipulieren und irgendwelche Interventionen durchzuführen, wie zum Beispiel das Nehmen einer Biopsie. Und natürlich haben wir Linsen, mit denen wir nach vorne alles beobachten können und natürlich auch Lichtfasern, die das Licht vorne ans Endoskop bringen. Wir haben weiterhin auch noch Mechanik, die es uns ermöglicht, das vordere Teil des Endoskops zu verbiegen. Und damit können wir quasi versuchen, um die Ecke zu schauen und entsprechend durch den Körper zu navigieren. Wie kommt man mit so einem flexiblen Endoskop in den Körper? Tatsächlich werden dafür Trokare eingesetzt. Also man macht einen kleinen Schnitt und schafft einen Zugang. Mit diesem Zugang kann ich dann das Endoskop einführen. Das ist zum Beispiel bei minimalinvasiven Operationen so. Wenn man beispielsweise die Gallenblase sich entfernen lassen muss, werden drei kleine Schnitte am Bauch vorgenommen. Und darüber werden dann die entsprechenden Werkzeuge und das Endoskop eingeführt. Dazu sind diese Trokare notwendig. Werkzeuge gibt es auch eine ganze Menge. Wir sehen also hier Schneidewerkzeuge, Greifwerkzeuge, Werkzeuge, mit denen ich Dinge herausziehen kann, Werkzeuge, mit denen ich verschiedene Strukturen anbohren kann, damit wir eben verschiedenste Prozesse innerhalb des Körpers durchführen können. Und ihr könnt euch das sicher vorstellen, das ist gar nicht so einfach, im Körperinneren, insbesondere wenn ich durch ein flexibles Endoskop gucke, diese Operationen vorzunehmen, weil ich womöglich aus einem völlig anderen Blickwinkel auf das Werkzeug gucke, als ich es eigentlich in der Hand habe. Also ist dazu einiges an Übung notwendig, um wirklich sicher damit arbeiten und navigieren zu können. Das bringt uns auch schon zum Beispiel von solchen endoskopischen Eingriffen. Und tatsächlich ist natürlich der Vorteil gegenüber einer offenen Chirurgie, dass wir viel weniger Schaden am Körper anrichten. Wir brauchen also viel kleinere Schnitte, haben viel kleinere Narben. Die Zeit, in der der Patient wieder sich erholen kann, sind zum Teil auch sehr kurz. Teilweise nur 2 Tage, die der Patient im Krankenhaus verbringen muss. Im Gegensatz zu Wochen, die potenziell ein Patient im Krankenhaus verbringen muss, um sich von der großen OP zu erholen, wie wenn zum Beispiel der gesamte Brustkorb geöffnet wird. Natürlich haben wir auch ein paar Nachteile. Insbesondere ist die Orientierung schwierig. Die ist also nicht so intuitiv, wie wir sie bei einer offenen Chirurgie haben. Und natürlich haben wir diese ganze Optik, die dafür sorgen kann, dass man überhaupt keine ordentlichen metrischen Informationen bekommt. Man kann nur schwer einschätzen, wie groß die Objekte vor der Linse eigentlich sind. Ja, das führt aber zu einer breiten Anwendung von endoskopischen Verfahren. Also wir können Arthroskopie in Gelenke reingucken, Bronchoskopie in die Lunge, Kolonoskopie, mit dem wir in den Darm sehen, Zystoskopie, mit dem wir Urinaltrakt bewegen können, Gastroskopie, mit dem wir dann den Magen und oberen Teile des Darms natürlich angucken können. Dort werden zum Beispiel typischerweise Geschwüre oder Blutungen untersucht. Laparoskopie, mit denen wir im Abdomen, so unter kleinen Einschnitten, dann abdominale Organe untersuchen und operieren können. Rhinoskopie, mit dem man in die Nase guckt. Otoskopie, ein Weg, um in die Ohren zu sehen und den Zustand der Ohren zu beurteilen. Sowie die Proktoskopie, mit dem quasi das Rektum und der Sigmoidteil des Darms untersucht werden. Wir haben ein Beispiel, das ist die Laparoskopie. Hier tatsächlich die Entfernung einer Gallenblase laparoskopisch, die wir mal kurz durchsprechen wollen. Das ist auch eine größere Intervention, aber auch was, was standardmäßig durchgeführt wird. 2 Tage im Krankenhaus, danach kann man wieder nach Hause. Tatsächlich wirklich minimalinvasiv.
und wird mit drei kleinen Einschnitten am Bauch durchgeführt. Erster Schritt ist die Vorbereitung. Man hört auf, bestimmte Medizin zu nehmen, zum Beispiel Aspirin, um Blutungsrisiken zu reduzieren. Vor der OP darf man 6 bis 12 Stunden tatsächlich nichts trinken und natürlich muss man seine Kleidung und entsprechenden Schmuck ablegen, was dann zur eigentlichen Prozedur führt. Es werden also verschiedenste Sensoren angeschlossen. Natürlich wird die entsprechende OP-Stelle desinfiziert und als nächstes wird dann Anästhesie eingesetzt. Das heißt, man bekommt natürlich ein Schlafmittel, dass man während der eigentlichen Operation nichts mitbekommt. Die ersten Schnitte werden dann gemacht, damit man quasi in den Bauch hineinkommt, tatsächlich 3 Stück. Dann wird der Bauch mit CO2 aufgeblasen, damit man überhaupt was sehen kann, damit man Platz zwischen den Organen hat. Und dann kann man quasi erst Schnitte machen. Zum Beispiel werden dann das Laparoskop und die verschiedenen Instrumente eingeführt. Prozedur wird durchgeführt, also zum Beispiel die Gallenblase herausgeschnitten und das Ganze dauert Größenordnung so 20 Minuten, bis die wirklich entfernt wird und danach kann man die Schnitte wieder verschließen und das Ganze zunähen und am Ende geht es dann nur noch darum, dass der Patient möglichst wieder zu sich kommt und schnell wieder Heilung erfährt. Tatsächlich muss die Wunde dann noch einige Wochen sauber gehalten werden. Nach der Operation ist man ungefähr 2 Tage ausgenockt. Denn unmittelbar nach der Operation denkt man, oh Gott, das dauert noch Wochen. Dann tatsächlich, am nächsten Tag geht es schon besser, trotzdem tut jede Bewegung noch weh. Schon am zweiten Tag fühlt man sich so, als sei im Wesentlichen nichts gewesen. Ja, man hat noch leichtes Brennen in den Wunden, das ist aber alles. Und die werden dann typischerweise mit resorbierbaren Fäden versorgt, sodass diese dann einfach nach 2 Wochen abfallen und man letzten Endes nur noch 3 kleine Einschnitte hat. Ein Einschnitt kann in den Bauchnabel gesetzt werden. Das heißt, am Ende bleiben auf der Bauchoberfläche nur so kleine Schnitte übrig. Es kann sein, dass so ein bisschen CO2 noch übrig bleibt. Das wird aber vom Körper resorbiert und normal ausgeschieden. Und die gesamte Erholung natürlich bis zu 12 Wochen dauern. Sprich, man wird nach 2 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen und soll aber dann noch 3 Monate lang schweres Heben vermeiden und so weiter, damit sich die Wunden nicht wieder öffnen. Aber ganz tolle Operationstechnik und man hat wirklich nur sehr wenige Probleme danach und kann so sehr einfach eine Gallenblase entfernen. Das ist auf jeden Fall alles sehr viel besser, als mit Gallensteinen zu leben, was zu wahnsinnigen Krämpfen führt, die wirklich stundenlang gehen können. Und mit so einer Operation wird die Gallenblase entfernt. Man hat kaum Einschränkungen in der Ernährung und so weiter und kann damit sehr gut leben. Eine Weiterentwicklung der Endoskopie ist das sogenannte NOTES-Verfahren, Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Und hier ist die Idee, dass man möglichst ohne irgendwelche Narben die Operation versucht durchzuführen. Sprich, man geht durch natürliche Körperöffnungen, also den Mund, aber auch andere Eingänge, um dort dann die entsprechenden Schnitte durchzuführen und keine sichtbaren Narben zu hinterlassen. Das Ganze ist momentan noch in der experimentellen Phase, weil es bringt natürlich auch so ein paar Probleme mit sich. Man muss natürlich dafür sorgen, dass alles steril gehalten werden kann. Man hat dadurch sehr komplizierte Zugänge, ne? Wenn ich natürlich linear direkt in den Körper reingehe, wo ich operieren möchte, ist natürlich einfacher, als wenn ich quasi einen gewissen Umweg führen muss. Aber tatsächlich hat es natürlich auch einen Vorteil, weil wir keinerlei sichtbare Narben hinterlassen würden. Also wir brauchen weniger Anästhetikum, viel kürzere Erholungszeit, weil die Schleimhäute, die typischerweise eingeschnitten werden müssen, eben auch sehr gut heilen und man hat keine externen Schnitte und damit auch keinerlei Narben. Ein Nachteil ist, dass immer unsterile Zugangspunkte vorliegen und natürlich diese Endoskope sehr, sehr flexibel sein müssen und was die Navigation etwas erschwierigt. Eine weitere sehr beliebte endoskopische Untersuchungsverfahren ist die sogenannte konfokale Laser-Mikroendoskopie. Hier kann während der Endoskopie durch den Arbeitskanal ein zusätzliches Laser-Endomikroskop eingeführt werden, das dann quasi auf das Gewebe aufgedrückt wird und damit kann man eine optische Biopsie machen. Für eine Biopsie, das werden wir uns dann auch noch in der Mikroskopie ansehen, brauchen wir normalerweise Gewebeschnitte und können dann das Gewebe urteilen. Und wir müssen natürlich das Gewebe aus dem Körper rausnehmen, also rausschneiden. Die optische Biopsie hat den großen Vorteil, dass wir dazu kein Gewebe entfernen müssen, sondern wirklich im Körperinneren die Zellen beurteilen können. Also ein mikroskopisches Verfahren, mit dem wir wirklich im Körperinneren arbeiten können. Ein Nachteil ist für die optische Biopsie, dass wir zusätzlich noch Kontrastmittel brauchen und dieses Kontrastmittel muss natürlich irgendwie gegeben werden. Das passiert typischerweise über einen Zugang, also venös direkt in die Blutbahn.
damit man auch einen guten Kontrast den optischen Biopsiebildern hat. Tatsächlich wird für jede Endoskopie im Darm oder im Magen auch immer ein Zugang gelegt. Zum einen wird natürlich das Anästhetikum über diesen Zugang gegeben. Das andere ist, sollte irgendeine Komplikation auftreten, hat man dann schon einen venösen Zugang, über den dann quasi auch größere Operationen leichter durchgeführt werden können. Es dient auch der Patientensicherheit. Insofern ist das mit dem injizierten Kontrastmittel auch gar nicht so ein großes Problem. Wie sieht so ein Laserendoskop aus? Naja, also typischerweise hat man eine Sinktiefe von 50 Mikrometern. Tief kann man also ungefähr gucken. Wir haben Bildraten von ungefähr 12 Frames pro Sekunde und ein Sichtfeld von ungefähr einem Viertel Millimeter. Also wir können damit sehr kleine Teile im Körper sehen. Typischerweise wird das eben eingesetzt, um Gegenden zu untersuchen, wo man eine Entzündung vermutet, um dann den Zellstatus abzuklären. Tatsächlich hat man dafür eine etwas kompliziertere Optik, die aufgebaut wird. Also man setzt quasi hier eine Laserquelle ein, die über einen Doppelfilter in das Körperinnere gebracht wird und damit fängt man das Signal auf. Es wird mit so einem Raster-Laserscan-Verfahren das Ganze abgetastet und dann über einen entsprechenden Fotodetektor in ein digitales Bild umgesetzt. Ungefähr 30.000 Glasfaserbündel sind dazu notwendig, um eine entsprechende Endoskopoptik tatsächlich aufzubauen. Damit kann ich dann tatsächlich den Zellstatus untersuchen und der ist so einem typischen Epithelgewebe, der eben mit regulären Strukturen aus. Man hat normale Zellabstände und dann kann sich eben so eine Entzündung bilden und die breitet sich dann langsam aus, führt dazu, dass die Zellen eben unterschiedliche Größen einnehmen, eben bis zu schweren Dysplasien, wo dann auch wirklich die Zellen kaputt gehen und das kann sich bis zu einem Karzinom eben weiterentwickeln und in dem Karzinom würde man dann Zellwucherung sehen und eine komplette Auflösung des Zellverbundes. Wir haben das auch hier in einem Beispiel, wie solche Bilder dann aussehen. Links, also ein gesundes Epithel mit gleich großen Zellabständen, in denen sich also gut die Zellspalten beurteilen lassen. Rechts Karzinom, in dem man quasi gar keine Zellen mehr beurteilen kann, sich der komplette Zellverbund aufgelöst hat und man quasi nur noch die sich auflösende Masse beobachten kann. Also eine interessante Technologie, mit der man sehr schnell dann auch die Ergebnisse einer Biopsie vorhersagen kann und dann unter Umständen direkt während der Endoskopie solches verdächtiges Gewebe beurteilen und vollständig entfernen kann. Bringt uns also in die Lage, dass wir sehr schnell solche Entzündungsherde im Körperinneren beurteilen und therapieren können. Was sind so andere zukünftige Richtungen, in der sich die Endoskopie weiterentwickeln könnte? Das ist zum Beispiel die 3D-Endoskopie. Mit der 3D-Endoskopie versucht man einen wesentlichen Nachteil der Endoskopie zu heilen, und zwar, dass man nicht metrisch messen kann und auch nicht weiß, wie groß verschiedenste Dinge sind. Tatsächlich kann man damit dann auch so weit gehen, dass man virtuell, weil man ja eine 3D-Oberfläche misst, den eigentlichen Blickpunkt wechseln kann, um dann bessere Interaktionsmöglichkeiten während der OP zu schaffen. Großer Vorteil ist, mit einer 3D-Endoskopie können wir metrisch messen. Wir können letzten Endes ein Oberflächengitter berechnen und dann virtuell den Standort wechseln. Weiterhin können wir natürlich auch diese 3D-Modelle und die metrischen Informationen verwenden, um Kollisionen zu vermeiden. Wesentlicher Nachteil ist, es ist immer noch in einem sehr frühen Stadium. Wir haben Probleme mit Lichtreflexen, dass wir also an diesen Stellen dann auch Saturierung des Sensors bekommen. Dort sehen wir eben nicht sehr gut. Das ist dann auch wieder abhängig davon, wie wir auf das Objekt schauen. Wir haben generell spiegelnde Oberflächen im Körperinneren, die eben dazu führen, dass wir Reflexionen bekommen, die uns das Leben schwer machen. Und tatsächlich sind die Chirurgen ihre typischen Endoskope gewohnt. Damit haben sie gelernt. Und der unmittelbare Vorteil der 3D-Information ist erst vorhanden, wenn man eben kein Spezialist ist und man die eigentliche Arbeit mit dem Endoskop noch nicht so gut beherrscht. Wenn man Spezialist ist, ein Chirurg, der mit dem Endoskop sehr gut umgehen kann, der fragt sich, wozu man denn die 3D-Information wirklich braucht. Beispiel für so ein 3D-Endoskop hier. Tatsächlich arbeitet dieses hier mit Stereo-Bildgebung. Das heißt, wir haben zwei optische Zentren und können damit eine Stereo-Rekonstruktion machen. Also so ähnlich, wie es eben menschliche Auge auch tut, dass wir damit Tiefensehen ermöglichen. Und das führt dann zu solchen rekonstruierten Oberflächen. Also im oberen Teil sehen wir das Bild links und rechts
Und wenn wir jetzt dann mehrere Aufnahmen machen und hin und her wandern, dann können wir in dem unteren Teil die Oberfläche rekonstruieren, das einmal in Grau dargestellt und rechts dann nochmal dargestellt mit der entsprechenden Textur, wie sie tatsächlich im Körperinnenland vorliegt. Das hat den Vorteil, es gibt also wirklich hochauflösende Endoskope, die eingesetzt werden können. Die sind sogar zertifiziert und kommerziell verfügbar. Sie haben eine hohe Genauigkeit bei den Distanzdaten und bekommen Distanz- und Farbdaten. Ein Nachteil dabei ist, dass man eben nur dort, wo Textur vorhanden ist, Tiefeninformationen bekommt. Auf großen, uniformen Flächen bekommt man keinerlei Tiefeninformationen. Ja, was kann man dagegen tun? Wir können natürlich mit einer Lichtquelle arbeiten und mit sogenannten strukturierten Licht die 3D-Informationen erfassen. Ich habe also eine Kamera und projiziere ein bekanntes Lichtpattern ins Körperinnere und kann damit erfahren, wie die Oberfläche gekrümmt ist, weil ich quasi diese Lichtstruktur wieder aufnehme. Und damit lassen sich auch sehr genaue 3D-Rekonstruktionen erreichen. Also sehr hohe Genauigkeit. Wir kriegen damit überall Texturmerkmale, weil wir quasi unterschiedliche Farbpattern in alle Richtungen projizieren, können damit auch überall 3D rekonstruieren. Aber wir kriegen leider nur eine geringe Auflösung und bisher gibt es das auch nur als Prototypen. Und tatsächlich geht die Farbinformation verloren, weil wir über die Farbe eben unsere Textur kodieren. Eine dritte Technologie, die auch vielversprechend erscheint, ist die sogenannte Time-of-Flight-Endoskopie. Hier wird mit einem speziellen Sensor gearbeitet und hier sehen wir einen Prototypen, der tatsächlich bei uns am Lehrstuhl entwickelt wurde. Und dort wird quasi Licht ins Körperinnere eingebracht und die Zeit gemessen, die das Licht braucht, um in die Szene einzutreten, zurückzukommen und wieder gemessen zu werden. Also die Zeit, die das Licht braucht zum Objekt und zurück, kodiert uns die Tiefeninformation. Und das können wir tatsächlich auch überall erfassen. Wir haben also sofort eine Tiefeninformation verfügbar. Wir kriegen eine konstante Tiefeninformation über das gesamte Bild, größtenteils keine Abhängigkeit von der Textur. Und wir bekommen gleichzeitig Farb- und Tiefeninformation. Ein Problem aktuell ist, dass zurzeit die Tiefenauflösungen noch nicht so gut sind. Und wir haben sehr starkes Rauschen in diesen Bildern. Aktuell gibt es das nur als Prototyp. Tatsächlich findet die Time-of-Flight-Technologie aber breite Anwendung. Und jeder, der zum Beispiel Xbox Kinect V2 hat genauso einen Time-of-Flight-Sensor verbaut, um quasi ein dichtes Tiefenfeld zu erfassen. Und es gibt auch schon die ersten Handykameras, die mit ähnlichen Sensoren und ähnlicher Belichtung dann komplette Tiefenfelder erfassen können. Okay, was gibt es noch zu berichten? Ein Verfahren, das sehr, sehr wichtig in der Endoskopie wurde, ist die Computerassistenz. Und diese können natürlich helfen, minimalinvasive Prozeduren durchzuführen, insbesondere in komplexen Anatomien. Und hier ist besonders das Gehirn gemeint, indem wir quasi durch kleine Fehlnavigation Bereiche schädigen können, die dann dramatische Auswirkungen auf den Patienten haben. Deswegen werden hier immer mehr vermehrt solche robotischen Systeme eingesetzt, wie zum Beispiel das Da Vinci-System, bei dem der Operateur einen Roboter bedient, der sitzt hier vor dem Interface, legt den Kopf in diese kleine Aussparung und kann dann Stereo auf der Roboterseite sehen. Wir sehen hier den Roboter mit den verschiedenen Werkzeugen, die dann entsprechend ferngesteuert werden können. Das Da Vinci-System hat insbesondere gehirnchirurgischen Anwendungen sehr große Beliebtheit erfahren, wird auch immer noch verkauft. Die Firma, die es herstellt, heißt Intuitive Surgical und sie nennen sich Intuitive, weil die Operation eben so intuitiv durchgeführt werden kann mit dem Da Vinci-System, weil man eben an diesem Roboter sitzt, mit zwei Händen die Arme steuert und gleichzeitig sieht, was im Körperinneren passiert. Und tatsächlich ist die Latenz von dem System extrem gering. Wenn man kurzzeitig damit arbeitet, bekommt man sofort ein Gefühl dafür, wie sich die Scherenwerkzeuge, die man fernsteuert, verhalten. Und man kann innerhalb von wenigen Minuten schon sehr komplexe Operationen durchführen, wie zum Beispiel, wenn man an einem Testsystem ist, einen Ball in die linke Schere nehmen und rüber die rechte Schere werfen. Also tatsächlich solche schwierigen Interaktionen, die sonst eben mit chirurgischen Werkzeugen sehr, sehr kompliziert sind, lassen sich über dieses Umleiten und richtige Visualisieren sehr intuitiv und einfach gestalten. Weiterhin, da die ganze Interaktion auf einem Roboter basiert, der eben auch metrisch mit Planungsdaten versorgt werden kann, können wir Strukturen, die große Risiken darstellen, vorher vermessen
und den Roboter so einstellen, dass man eben gar nicht in den Bereich sich hineinbewegen kann. Also dieser automatisch abbremst, bevor man eine wichtige Region verletzen würde. Das System ist schon in 2000 zugelassen worden. Es gibt insgesamt bis 2012 schon 200.000 Interventionen, also ein richtiger Erfolg. Bis 2013 wurden 2000 Einheiten verkauft. Inzwischen ist Intuitive, ich glaube, der einzige Hersteller, der noch übrig ist, der solche Systeme produziert und liefert. Und diese belaufen sich bei der Anschaffung auf ungefähr 2 Millionen US-Dollar. Und natürlich muss man einen Wartungsvertrag dazu schließen und hat damit dann Zugang zu solchen hochspezialisierten Operationswerkzeugen. Auch super interessant ist, dass man potenziell damit auch telemedizinisch operieren kann. Das heißt, ich kann den Roboter beim Patienten aufstellen, aber der Interventionalist könnte übers Internet auf einem anderen Kontinent sitzen. Was natürlich bei solchen hochkomplexen chirurgischen Eingriffen unter Umständen von Vorteil sein kann, dass ich quasi einen Spezialist, der sich nur auf diesen einen Eingriff spezialisiert hat, dann telemedizinisch hinzuschalten kann. Tatsächlich wurde das 2001 schon gezeigt, aber natürlich über die langen Übertragungswege kann es zu Problemen mit der Latenz kommen und damit ist dieser ganze intuitive Effekt eventuell nicht mehr so gut und das führt potenziell zu Problemen. Kritisiert wurde das System natürlich auch, weil es so teuer ist. Also es ist nicht billig, so einen Roboter anzuschaffen. Die Chirurgen müssen auch erstmal lernen, mit so einem System zu arbeiten. Die Software ist proprietär. Wir können also nicht selber eigene Module schreiben und dort mit hin einbringen. Also für die Forschung ist es auch nur bedingt geeignet. Wenn man natürlich mit Intuitive Kooperation hat, ist das natürlich eine ganz andere Sache und kann mit dem Hersteller zusammenarbeiten und wirklich tolle Forschungsprojekte gemeinsam machen. Es gibt so gut wie keinen Konkurrenten, es ist also eine Monopolstellung, die hier vorliegt. Und da gibt es nicht wirklich viele Studien, die zeigen, dass deutliche Vorteile gegenüber den normalen Interventionsvorgängen. Trotzdem scheint es beliebt zu sein, weil die Operationen potenziell weniger belastend für den Interventionalisten sind. Also es gibt viele Mediziner, die einfach auf dieses Gerät schwören und es liebend gerne einsetzen. Nun, beide Hände werden eben eingesetzt über diese beiden Steuerungselemente, die eben diesen Scheren nachempfunden sind. Und man kann mit einem Fußpedal quasi die Kamerakontrolle steuern. Und besonders spannend ist natürlich, dass die Werkzeuge alle möglichen Freiheitsgrade haben, so ähnlich wie menschliche Hände, und man diese wirklich mit fast null Latenz steuern kann, sodass sie eben sich schnell fast schon so anfühlen, als seien sie Teil des Körpers. Interessant sind auch schon an Force-Feedback-Systemen, die dann auch entsprechendes berührendes Feedback von den Werkzeugen wieder auf die Hand zurückgeben können, um eben noch realistische Interaktion innerhalb des Körpers zu ermöglichen. Ja, was sind so zukünftige Trends? Ich meine, der Da Vinci-Roboter ist schon eine ganz tolle Sache, aber natürlich wird das immer weiterentwickelt. Tatsächlich ist ein Wunsch, vollautomatische Prozeduren zu entwickeln, aber die sind noch weit entfernt, weil wir hier letzten Endes dieselben Probleme haben wie beim autonomen Fahren. Immer wieder die Idee, oh, wir könnten das doch automatisch machen, aber die Frage ist natürlich, kann sowas jemals Medizinprodukt werden? Wer trägt die Verantwortung? Wer haftet, wenn so eine Operation schief geht und so weiter? Tatsächlich werden auch Echtzeit-3D-Rekonstruktionsverfahren eingesetzt, um zum Beispiel mit Virtual Reality hier arbeiten zu können. Es gibt ultradünne Endoskope, mit denen wir eben noch sehr, sehr kleine Schnitte brauchen. Und Nodes ist eine Technologie, die viel Potenzial hat, wenn man sie gut lösen kann. Datenfusion wird immer wichtiger, also nicht nur das Endoskop, sondern dass ich quasi mit einem präoperativ aufgenommenen CT oder MR-Bild fusioniere, was auch Standard bei Interventionen am Gehirn sind, bei denen ich eben quasi vorher mir schon angucken kann, wo sind denn die Bereiche, die ich nicht verletzen darf und diese dann auch entsprechend berücksichtige. Und natürlich, was uns immer hilft, ist bessere Bildauflösung und bessere Datenqualität. Zum Beispiel Verfahren, die Super Resolution einsetzen, um aus mehreren Bildern die Auflösung noch weiter zu verbessern. Fragen gerne über das Forum und weitere Quellen kann ich hier nur das Kapitel im Skript wieder empfehlen. Auch hier sind weitergehende Informationen nochmal aufgeführt. Und an dieser Stelle möchte ich mich sehr für die Aufmerksamkeit bedanken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.